Hallo und herzlich willkommen zurück im schönen Craftopia. Hallo Topia. Oh, Tobi. Nein, deine Lippen fühlen sich an wie Marshmallows. Tobi, was ist los? Woher weißt du, wie sich untenrum Marshmallows an... Was? Was? Ich hab den Ghostbusters-Geist gebummt. Was? Gebummelt. Schaufenster. Ach so, guck mal, übrigens. Ja, ich hab ein bisschen weiter ausgebaut, weil Automatisierung ist nicht Tobi. Ja, das war mir schon fast klar, dass das nicht so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben. Ja, das hier ist alles eine Automatisierung, was man kriegt. Und natürlich, aber es ist doch so viel gewesen, die gesagt haben, ja, Automatisierung in dem Spiel voll lit. Ja, von wegen. Ja, nee, also das hier ist, ich weiß nicht, ob es am letzten Update so ist oder so, keine Ahnung. Das hier ist momentan auch mit diesen Saugdüsen, so funktioniert, da fehlen mir noch ein paar auf der Seite, so funktioniert hier Automatisierung. Anders geht's nicht. Und vor allen Dingen, du kannst Mehl nicht automatisieren, du musst das da hinten rausholen aus dem Dingens und musst dann manuell Mehl machen. Das ist ja blöde. Das ist leider, ja, leider ist es nicht so geil. Gut, ich meine, das Spiel ist am Anfang, es ist Early Access, mal abwarten, vielleicht kommt da ja noch was, aber das ist halt schon. Kannst du auch diese Dinger hier nicht erweitern? Welche denn? Hier diese Container? Hab ich noch nicht probiert, vielleicht kann man da noch einen dranhängen, aber das habe ich noch nicht probiert. Wenn das wenigstens gehen würde, weil das Ding ist halt super schnell voll. Also. Ja, es gibt sogar eine Möglichkeit, wie wir noch kompakter viel mehr Felder ernten können, da gibt es einen kleinen Trick. Aber den habe ich jetzt nicht gebaut. Wollte ich, wenn dann in der Folge machen, aber andererseits will ich ihn eigentlich gar nicht machen, weil wir haben eh schon viel zu viel Weizen. Das ist schon jetzt schon zu viel. Ja, das ist ein bisschen was, ne? Ja, und vor allen Dingen, ich sehe mich jetzt nicht so, dass ich jetzt, warte mal, wie viel, hallo? So, jetzt, oh, hier ist noch eine Muschel drin. Juhu! Wo kommt die her? Okay. Ich sehe mich jetzt nicht so. Oh Gott, ich habe zu viel Weizen. Ich sehe mich jetzt nicht so, dass ich jetzt mich die ganze Zeit hier hinstelle und warte, bis der Weizen fertig ist am Kessel. Du kannst mit dem Kessel automatisieren, aber da kommt am Ende Brot raus. Hä? Ja, weil das Weizen bleibt im Kessel und nur Weizen ist dann Brot. Es gibt wohl einen Trick, wenn man... war das hier... Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier war. Wenn man irgendwo in so ein Input-Ding noch was mit reinlegt, dann ist das Rezept nicht für Brot. Und damit kriegst du dann automatisierten Mehl raus. Aber du musst das Mehl immer manuell rausholen. Es ist nicht so gut alles. Was ich aber jetzt nicht verstehe, ist, ich habe doch Videos gesehen, wo die auch so Kühe auf diesen Dingern hier haben, die dann in so einen fetten Kochtopf fallen. Ja, das können wir machen. Aber was ist das für ein fetter Kochtopf? Den können wir machen an der Werkbank, glaube ich. Haben wir den schon freigeschaltet? Ich glaube, ja. Ja, den haben wir schon freigeschaltet. Das heißt, hier Large Pot. Okay. Stahl und Cooking Pot brauchen wir dafür. Das können wir ja vielleicht als nächstes, also ich finde deine Idee ganz gut. Was wir bräuchten, sind zwei Tiere, am besten vom gleichen Schlag und einen Stall. Und vielleicht wir das? Und vielleicht ein paar Laufräder. Und anschließend. Ah ne, in den Laufrädern nudeln die ja eh aus, ne? Ja, die sterben irgendwann in den Laufrädern, ja. Ich habe auch noch jede Menge Kram hier. Habe ich nicht sogar noch ein Laufrad dabei, was wir dort gebaut haben? Oder hast du das? Ich glaube, du hast das. Ja, kann sein, dass ich das habe. Warte mal, konnten wir ja... Ich verwechsel hier so viele Dinge gerade mit Valheim die ganze Zeit. Das ist furchtbar. Konnten wir hier halbe Wände bauen? Nee, ne? Nee. Ich glaube nicht. Du kannst sie nur vertikal, horizontal, so ein bisschen schräg und oder so. Das geht, aber ich glaube, halb geht, glaube ich, nicht. Ja, ich glaube auch, wir hatten ja nur die ganzen... vielleicht müssten wir da eventuell tricksen. Kann man da tricksen? Ich überlege gerade, weil... Es wäre irgendwie cool, wenn man so ein Laufband hätte, dass das, ne, im Stall... dass Tiere dann automatisch zum Beispiel in die Mating Station zieht oder, also in diese Bumsfallera-Anlage oder natürlich auch in die Batteriedingens, irgendwie sowas, dass sie da reingezogen werden immer. Das findest du gut, ja? Sie werden motiviert, Tobi, und es ist immer schön, Motivation zu haben, das weißt du selber. Ja, natürlich. Nein, Tobi, nein, was tust du? Ach, das ist wunderschön, Erik.
Das also, sieht halt einfach kacke aus. Das ist so Kran, hässlich, ne? Das ist so hässlich. Warum ist der Kran? Warum? Ich verstehe. Und das macht ja auch noch gar nichts. So, vielleicht. Ach, vielleicht heißt der Kran immer noch, dass es Work in Progress ist, weil damit noch nichts passiert. Ja, gut, das könnte natürlich sein, weil alles andere wäre halt dämlich, weil welche. Die Ägypter früher. Die hatten solche Kräne nicht. Nee. Ich war dabei. Ja. Was? Du könntest. Oh, ich habe schon wieder geschissen aus Versehen. Tut mir leid. Oh! Guck mal, das hier habe ich übrigens auch gebaut. Die Furniture Workbench kannst du mal gucken, wenn du willst. Da waren die ganzen Sachen, die ich nicht gefunden habe, sind hier in der Furniture Workbench. Boah, du bist so widerlich. Boah, du bist so widerlich. Wie das halt wirklich mal frisst. Oh, du, boah. Hä, das bringt voll die Buffs, Alter. Aber ich finde halt immer noch was, was will das Spiel einem damit vermitteln, dass man dann eine Scheiße fressen kann. Wollte ich gerade sagen, was ist denn das für ein Trade vom Entwickler, dass der sagt, ja, wenn man Scheiße frisst, kriegt man Buffs. So, weißt du, so, hä? Ja, Lernkurve beim Spiel ist da. Warte mal, das hier war der Absorber, ne? Für den brauchten wir was? Iron Ingot. Haben wir noch Eisen? Na, wir haben auch nicht... Ah, nee, irgendwas wollten wir sammeln, glaube ich. Ja, wir bräuchten, glaube ich, mal wieder... Haben wir Eisen? Nee, ne? Wir haben super viel Ingo hier drin. Also, Ore haben wir hier sau viele. Ich glaube, fast 400. Eisenohr? Mhm. Eisenohr. Prinz Eisenohr. Oh, okay. Ja, gut, dann backe ich erstmal was. Ach, hatte die Steuerung mit Valheim. Ich verwechsel das jetzt ständig. Ach, gewaschenes Iron Ore haben wir auch noch. Achso, ich habe da schon mal ein bisschen was gemacht, ne? Ja, ich sehe schon. Cool. Ja, weil ich wollte ja eh die Maschine austesten und wir hatten zu viel Weizen. Du weißt ja, wie das ist. Ja, das ist klar. So, 100 Iron Ore. Die Mehlsäcke laufen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesem komischen, von diesem hier. Da, wo dieses Bio-Scheiß da hergestellt wird. Ich habe immer noch so viel Fisch. Wir müssen uns eh noch eine Basis bauen, ne? Das ganze Gelumpe muss hier eigentlich auch weg, das gehört hier gar nicht hin. Ja, das stimmt. Ich wollte die Basis in diese Richtung hier hinten bauen, so in die Richtung ein bisschen, ins Land rein. Und hier hinten so die ganzen Felder, Tiere und sowas lassen. Ja, hört sich gut an. Ja, dann haben wir das bei uns ein bisschen weg. Wir haben das Mu-Mu und das Trappel-Trappel und so. Das haben wir alles nicht. Die Todesschreie, die stören mich halt einfach, wenn ich Tee trinken will. Ja, das muss ja auch nicht sein. Also, nee. Das will man ja auch nicht sehen. Nee, ja, lästig einfach. Wirklich lästig. Für mich wächst das Fleisch auch einfach in der Metzgertheke nach. Also, da kommt halt... Also, ne, ich möchte das nicht verlieren, diesen Glauben. Nach Optimum, ne? Wenn Automatisieren hier klappen würde, das wäre schon toll. Das, So, okay. Ach ja, aus dem Weizen, da muss ich jetzt warten, bis das hier durch ist. Sonst kann ich ja nichts machen. Können wir noch einen Fermentierer bauen? Nee, ne? Dass man zumindest mal zwei laufen hat. Wie kosten der Spaß? Fermentierer. Ach, brauche Iron Ingo. 5 Stück, dann kann ich einen machen. Dann hol ich mal kurz den Iron Ingo hier raus. Machen wir mal. Fisch. Fermentieren. Stormy Waters. Hat die nicht Schweigegeld von Trump gekriegt? Stormy Waters? Ich glaube, die war das, ja. Ja, okay. Jetzt weiß ich, wo der Name kommt. Okay. Zack. So. Gut, dann mache ich hier auch nochmal. Oh, ne, es sind nur 20. Na, egal. Stimmt ja, das braucht ja sau viel. Ja, hätte ich gleich wieder 100 machen sollen. Bin doof, Tobi. Bin leider doof. Was können wir mit dem Zeug machen? Die ganzen neuen Sachen brauchen das. Die ganzen Technik-Sachen brauchen, ist halt Benzin, ne? Quasi. Ah ja, okay. Das gute Benzin aus Weizen, was wir hier machen. Ist alles Bio, Leute, ist alles Bio. Natürlich. Apropos Bio, wir müssten Bäume holzen, ne? Wir brauchen mehr Holz, sagst du? Ja, ich glaube, wir brauchen sogar richtig viel Holz. Da oben ist so ein schönes Dorf. Die haben bestimmt tolle Bäume. Ach, es ist repariert. Ich komme. Alles klar. So, ich fange mal hier unten an, ganz bescheiden. Tobi? Ja? Guck mal. Im Berg.
Oh, nein, haben wir das damals nicht gefunden? Nee, offenbar nicht. Okay. Ist jetzt nicht so wild, wir müssen auch nicht sofort rein, aber... Ach, naja, warum nicht, ne? Ja, ach, ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Automatisierung und sowas machen, ne, und dann exploren. Also, wenn du möchtest, gehen wir gerne rein. Nee, wir müssen da nicht sofort rein. Ist aber ja eh immer das Gleiche, also... Ja, eben Stress. Deswegen. Kein Stress. Deswegen ja. So, ist das nicht schön, die Lande mal wieder ein bisschen abzuholzen. Wie war das? Die Bäume müssen wir selber pflanzen, ne? Die wachsen nicht mehr automatisch nach. Ja, ich glaube, Bäume kann man jetzt pflanzen, genau. Okay. Ich verwechsel halt sau vieles inzwischen mit Valheim. Das ist ganz furchtbar eigentlich. Das bessere Spiel, sagst du? Ich hab, ja, besseres Spiel, anderes Spiel. Okay. Also nichts mit Automatisierung und so. Da musst du alles manuell machen und viel grinden und so. Soll ich die Bäume im Dorf wegholzen? Ich bin mir nicht sicher. Die sehen so schön aus. Ich lass sie mal stehen. Also ich mache halt alles um das Dorf, mache ich weg. Okay, das klingt vernünftig. Aber im Dorf, das sieht eigentlich ganz hübsch aus da drin. Ich muss hier mal einen Pokéball schmeißen demnächst im Dorf. Oh, Tobi, wir wollten den Knüppel machen. Oh ja, stimmt. Du musst die ja sowieso fangen, die Dinger. Ja. Die Viecher, wollte ich schon sagen. Ja. Ich hab ja, noch geil. 6 Stück. Brauchst du welche? Später. Wir können auch selber welche selber machen. Ah, ja, noch besser. So, hier nehme ich mal mit. So. Ah, good lord. Sehr gut. So, hops. So. Lock. Ist das bei Valheim? Jetzt spielen wir Craft Obi, jetzt muss ich über Valheim fragen. Kann man bei Valheim terraformen? Ja. Oh, was? Echt? Ja. Ach du Scheiße, ich dachte, das könnte man da nicht. Doch. Ach du Kacke. Alles klar. Du kannst ja auch einen Wassergraben ziehen, das Wasser fließt dann hinterher. Und die Wasserengine ist halt super nice gemacht. Du hast ja teilweise auch Stürme. Wenn es stürmt, dann hast du halt richtig krassen Wellengang und so. Musst du alles berechnen, wenn du bei dir irgendwie so ein Bewässerungsfeld ziehst, dass da mal eventuell eine Welle vom Meer rüberkommt. Ach du Heilige. Und dann tritt dann. Das könnte man da nicht. Doch. Okay. Ich bin leider völlig festgesuchtet. Ja, wir hören uns die Tage, ne? Mach's gut. Ja, tschüss. Ja. Ich hab auch schon. Ne, also, Craftopia macht sau Spaß auch, ne? Keine Frage. Aber so manchmal denke ich mir so: Eigentlich wär's geil, wenn wir jetzt Valheim spielen würden. Das kommt halt auch aus dem Nichts, das Spiel, ne? Das hat keiner irgendwie auf dem Schirm gehabt, glaube ich. Kann das sein? Ich hatte es ewig auf der Wishlist. Aber ich wusste nicht, dass. Ich wusste halt nicht, dass es so geil wird. Also, ich hätte nicht gedacht, dass. Es ist halt exakt mein Spiel, muss ich zugeben. Und es geht nicht nur mir so. Ich glaube, das hat er jetzt, das bricht dauernd seine Rekorde mit Online-Spielern. Hat jetzt irgendwie 400.000 parallele Spieler gehabt oder so. 2 Millionen Verkäufe, gerade die 1 Million gebrochen, schon der 2 Millionen Verkauf drin. Super krass. Für so ein Indie-Game aus dem Nichts, das erste Game von denen. Ja, freut mich voll. Ich liebe sowas, wenn Entwickler so einschlagen mit ihrem Game. Das ist voll nice. Ich feier sowas. Und vor allen Dingen, weil die halt auch alles, ne, also der einzige Kritikpunkt von manchen ist vielleicht die Grafik, weil der Grafikstil ist speziell, der ist auch so auf 32-Bit, bisschen Retro. Bei Minecraft hat's keinen gestört, weißt du, aber da plötzlich schon. Die brauchen aber, also nehmen wir mal echt, irgendwas brauchen sie doch immer. Ja, irgendwas muss immer kritisiert werden, ist einfach so. Und bei dem Game hast du halt relativ wenig, außer vielleicht ein bisschen Grindiness. Und das fällt Multiplayer, glaube ich, auch weg, weil man dann zusammen grindet für ein Haus. Das wird ja nicht skaliert, ne, das Haus kostet ja nicht plötzlich dreimal so viel. Aber die Gegner skalieren auch mit, wenn du Multiplayer spielst. Das werden einfach richtige Horden dann. Da hab ich schon Bock jetzt. Mhm. Schön, wenn wir diesen Apfelgarten einfach wegmachen und was man das ist, ne? Hä? Welcher Apfelgarten? Welche Bäume meinst du? Ne, diese Wiese hier meine ich. Die sollte mal Apfelgarten werden, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Platz hier, würde ich sagen, ne? Für die diese Laubbäume, die müssen alle weg. So. Was denn hier? Oh, Pilze. Könnte ich theoretisch wieder gebrauchen, aber ich glaube, lass ich mal. So, meine goldene Axt. Das Ding hier gibt auch Holz? Ja, alles klar. Meine goldene Axt ist leider gebrochen. Ach Gott, nee, echt? Ich habe nur 725 Holz, Tobi. Das ist bedauerlich. Oh. Was habe ich denn hier? Warte mal. 878. Oh, sehr schön. Du kannst ruhig noch weitermachen, ne? Ich gehe schon mal nach Hause, ich mache schon mal Holzbretter. Gönn dir. Und dann würde ich aber den Strand schon mal zubauen und uns da so eine riesige Plattform einfach hinbauen oder so. Auf der wir dann werkeln können. Ja, geil. Nice. Wir sind ja immer noch am Umziehen hier. Oh nein.
Brauchst du Pilze? Nee, lass stehen. Okay. Ich habe teilweise mal diese Pilzsuppen da gemacht, aber auf Dauer. So. Okay. Multiplayer-Server ist schon aufgesetzt, Valheim, ne? Wollte ich nur sagen. Der ist schon da, ne, Tobi? Wollte ich nur sagen. Ne? Kai hat auch Bock. Bin schon drauf. Ah, sehr gut. Spiel schon gerade. So. Okay, dann mal rüber. Wenn ich beide Spiele, wenn ich Craftopia und Valheim vergleichen müsste, gibt es vor allen Dingen einen großen Unterschied. Nicht mal die Automatisierung, sondern du hast halt, hier habe ich das Gefühl, der Programmierer hat sehr viel Spaß bei der Arbeit und es ist auch sehr lustig und du hast sehr viele Features. Ne? Also der Programmierer ballert einfach alles rein, worauf er Bock hat, habe ich das Gefühl. Und das macht auch eine unglaubliche Vielfalt aus. Die hast du bei Valheim zum Beispiel nicht unbedingt. Da ist zwar viel Vielfalt, aber natürlich nicht so wie hier. Also eine andere Art von. Und in Valheim wirkt aber dafür alles sehr viel durch, die ganzen Systeme wirken sehr viel durchdachter. Hier ist es, hier habe ich oft das Gefühl, dass der Programmierer Sachen reinklatscht oder sehr viele Sachen reinklatscht, die aber noch nicht zusammen so funktionieren oder noch nicht so richtig, ne, bis zum Ende durchgedacht sind. Ja, einfach mal reinhauen, gucken, was die Leute vielleicht auch sagen, ne? Ja, so ein bisschen, genau. Nicht mal böse gemeint, ne? Wie gesagt, ist eh noch alles Early Access, also, ne, alles nur halb so heiß, wie es gegessen wird. Naja, ihr wisst ja. Und ja. Das wäre so der Unterschied eigentlich. Ja, hier bin ich mal gespannt, wie sich es entwickelt bei dem Game hier. Das bin ich auch. Also wenn hiervon mal eine Version 1.0 rauskommt, das dürfte lustig werden. So, ich glaube, wir haben halt auch noch nicht viel gesehen, ne? Das glaube ich aber auch. Wenn ich so geguckt habe, da diese ganzen, es gibt ja noch zig verschiedene Dungeon-Bosse, da gibt es ja auch neue mittlerweile seit dem letzten Update, also ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Naja, also der Programmierer ist verrückt auf jeden Fall. Das muss man schon mal sagen. Ja. Oh. I'm hungry. Achso, ist so Pilz. So. Okay, Bodenplatten laufen durch, Weizen läuft durch, das Öl läuft durch, dann Fisch ist fertig. Was ich noch machen würde, wären noch ein paar geile Saugdüsen. Was braucht man dafür? Ich kann nur zwei machen, leider. Dafür brauchen wir Batterien. Okay. Geile Ansaugdüsen, Tobi. Geile Ansaugdüsen, Tobi. Oh ne, ich habe drei. Okay. Ich komme. Malf. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Wo habe ich denn das hingesetzt? Ich hatte versucht, zwei zu machen, ne? Man müsste aber, glaube ich, drei machen. Dann mache ich dahin, dahin und dann noch in die Mitte. Okay. Vielleicht kriege ich wieder eine gescheuert von dem Ding. Hä? Hallo! Moin! So. Okay, kennst du diese Rolltreppe am Flughafen? Finde ich so sinnlos. Kannst auch laufen, hä? Oh, nee, Erik, die sind aber ganz praktisch, wenn du es eilig hast. Ja, aber die sind doch voll langsam. Also ist man da nicht schneller gelaufen? So, wieso kann ich... Ah, jetzt kann ich die hier an die Wand... Boah, okay, warte mal. Nee, also wenn du darüber gehst vor allen Dingen. Die sind dazu da, dass du einfach weitergehst an deiner Geschwindigkeit und dann nimmst du noch die Rolltreppengeschwindigkeit mit. Okay. Ja. Das war hier, ne? Ja, okay. Ich muss immer zweimal gucken. Ah, sag mal... Haben wir eine Holzkiste? Niert, ich glaube nicht. Wir sollten vielleicht machen. Das schlägt. Ich ziehe aus. Schade, Tobi, schade. Schokolade. Ach, wir bleiben eh nicht hier, ne? Dann stelle ich die Kiste jetzt mal nicht hier hin, oder? Wie, wir bleiben nicht hier? Ja, wir ziehen also die Kisten oder bleiben die Kisten hier? Nee. Die dann baller ich da jetzt keine Kiste hin, glaube ich. Okay. Also wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht genau, wie unsere... Oh nein, jetzt kommt das Ding, ich sehe nichts. Geh mit deinem Arsch da raus aus dem Bild. Au. Ja, und das Bausystem ist hier noch etwas... Gut. Ach, jetzt geht's. Ich verstehe es manchmal. Hä? Warum ist es denn jetzt quer? Wahrscheinlich, weil... Okay.
Okay, das sitzt nicht wirklich gut. Und es ist zu hoch, glaube ich. Oh, Alter, dieses... Ist es jetzt despawned einfach, oder was? Ich bin ein bisschen unsicher. Ich glaube, das hinten ist zu hoch, aber das werde ich... Ich teste gleich mal aus mit den Höhen. Genießt du gerade den Sog, oder was? Strahlung. Wäre echt cool, wenn er das ansaugen würde. Ja, naja, also wäre super nervig, wenn man hier vorbeiläuft. Wie beim Fliegen hier mit dem Gleiter. Achso, ja, das stimmt. Cool. Das stimmt. Okay, hinten klappt doch. Hinten das Weizen, der Weizen, dem Weizen sein. Bruder. Wird weggesoben. Weggesoben. Tobi, der wird weggesoben. Cool. Ich habe mir doch mal eine Holzkiste hingestellt. Okay. Holz. Okay, das klappt. Das klappt auch. Alles klar. Weizen wird abgeholt. Wir haben viel zu viel Weizen. Naja, ich wollte mal gucken, was braucht man für so einen Container nochmal? Ich will ausprobieren, ob man den... Oh nein. Der Weizencontainer ist schon voll. Aber wo fährt das dann immer hin? Oh, das liegt einfach alles da drin. Oh. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das liegt da drinnen einfach, ja. Oh. Die Dinger denn hier? Container. Okay, das wird das. Wird das zu viel Weizen? Ich bin nicht sicher. Hä? Nein. Ich kann nicht so viel hier wegräumen, wie wir. Ne? Also eigentlich müssten wir noch mehr Kessel machen dafür. Ich wollte gerade sagen, wieso machen wir nicht einfach mehr Kessel? Ja. Ich glaube, da kommen wir nicht umhin. Erik, ich kann einen machen. Das ist ja schon mal viel. So. Okay. Der Rest Weizen bleibt aber drin. Der wird jetzt nicht rein. Oder ist er schon drin? Hä? Okay, der ist schon drin, offenbar. Okay. Die 100 Bodenplatten sind auch fertig. Schön. Die würde ich schon mal ausbauen jetzt. 100 Bodenplatten. Du brauchst Weizenmehl, ne? Also okay, das waren die von vorher. Oh, das ist doch das Richtige. Warte mal. Oh Gott sei Dank. Ja, die sind die richtigen. Weizenmehl. Genau. Für was brauchen wir so viel? Für das Biozeug. Da geben 10 Weizenmehl gerade mal einen Bottich, also eine Dingens da. Oh, ach du Heilige. Ja. Da wird's dann wieder teuer, da kann man's wieder brauchen. Das ist, wow. So. Okay. Das ist ja sehr Wo hat denn jetzt... Hat er jetzt unter Sand gebaut? Cool. Ich baue noch in die Richtung ein bisschen, ne? Mhm. Dann da hinten hin Felder und hier drüben habe ich gedacht, können wir dann vielleicht mit den lieben Tierchen einen tollen Streichelzoo machen. Ja, da freuen sich auch die Kinder. Da können die ganz ausgelassen auf den Holzplanken spielen, Tobi. Ach, wie toll, das freut die bestimmt. Ja, das ist einfach... Du bist so tierlieb, ich liebe das. Weißt du, Menschen wohnen immer in Häusern und so und immer schön mit hier, ne? Oh, es muss Laminatboden sein oder sonst irgendwas. Und Tiere werden einfach draußen auf den Wiesen gelassen. In dieser Natur. Diese bösartige Natur. Das ist nicht schön. Aber du kümmerst dich liebevoll drum. Natürlich. Auch natürlich mit Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel lustigen Laufrädern, Kopulationsspielen, also Dating-Games quasi. Ne, das ist alles dabei, Tobi. Das ist echt toll. Mit unserem neuen Freizeitangebot ficken, bis man platzt. Alles klar, wo muss ich mich anmelden? So, okay. Melk meinen Nippel. Tobi, hör auf. Hör auf, da zu schleckern. Ich muss gerade nicht kacken.
Das ist dein RP, das du hier auslebst. Ich spann dich gleich hier vor so ein Einsaugding. Im Marsch. Den Container kriege ich voll, Tobi. Oh, warte mal, hier ist er auch wieder. Hier ist er fertig. Haben wir aber Platz dafür? Ich guck mal kurz. Du hast hier Holz reingeballert, ne, oder? Ja, genau. Ja, super. Hier ist alles drin. Potion Brewing Stand. Okay, Holz habe ich noch hier. Okay, okay. Tobi? Ja? Huch! Was ist denn heute? Hat wohl doch was gebracht. Oh. Ah, oh Mann, ey, was ist denn mit diesem... Ach, warum? Okay, das zieht ein bisschen Mana, zieht es mir, aber das macht nichts. Wundert mich bedingt, Tobi. Wundert mich bedingt. Okay, wenn man so... Erik, hab ich was zum Zahn hängen? Alter! Ist das ein M&M, oder? Du hast da Trets an den Zähnen. Oh, wenn die Zähne einfach inzwischen aussehen wie Toblerone, weißt du? Oh. Okay, das muss jetzt. Das ist genug, Tori. Das ist aber genug. Warte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 mal 5, ne? Oh, es ist widerlich alles. So, wir haben 5 mal 5. Ja, wir müssten die Kisten dann da irgendwie wegkriegen, ne? Ja. Schon mal simulieren, wie die Tiere sich hier fühlen. Oh. Voll süß, dass du daran denkst, Tobi. Ich habe auch eine Top-Aussicht hier einfach. Guck mal, da hinten sind Berge und ein bisschen Meer. Gut, das mit der Aussicht, Doch, die wissen ja, dass es da ist. Die müssen es ja nicht sehen. Ja gut, das stimmt. Das ist wie im günstigen Urlaub. Ja, eben. Du weißt einfach, da könnte ein Strand sein. Aber es ist ja halt Asphalt. Ich mache auch immer, um Geld zu sparen, mache ich einfach immer vier Stunden von der Küste weg Urlaub. Ich weiß ja, dass sie in der Nähe ist. Genau. Oder da wäre. Oder VR-Urlaub. Boah, das wäre aber cool. Boah, urlaubmäßig weiß ich gar nicht. Ey, so ein Urlaub? Hey, wenn du jetzt einfach heute nachher sagen könntest, ach, ich laufe nachher nochmal an den Kanaren, ne, so über die Kanaren, so, weißt du, VR-mäßig, das wäre schon geil. Einfach entspannen und dann da am Strand entlang laufen. Ja, im Grunde genommen. Siehst du das noch nicht? Nicht so schlecht. Oh, Wooden Arch, okay. Nein, ich habe Weizen mitgenommen, mach ich mich doch. Ja, das ist immer ein bisschen nervig da. Okay, Holz reicht für die Tiere als Wand, ne? Ja, ich glaube schon. Ich mache da auch mal direkt 100. So. Oh, hier ist Mehl fertig. Wohin? Oh, nice. Ich nehme es einfach schon mal. Okay, sehr gut. So, baller gleich mal die nächsten rein. Wie viel Mehl habe ich jetzt? Mehl. 400, 700. Ich brauche 1000 Mehl, um 100 Fässer zu machen. 700 haben wir jetzt. Um diese Fässer hier zu machen? Um 100 Fässer zu machen, brauchst du 1000 Mehl. Oh, wow. Und für 1000 Mehl brauchst du 2000 Weizen. Hast du eigentlich noch diesen Altar? Den Civilization? Ja. Ja. Gib. Hier. Du musst nur wissen, dass er da ist, Tobi. So, warte. Oh, Tschüss, Erik. Hab ich verdient. Ab in Willy Wonkas Weizenfabrik. Ich pack den mal hier hin erstmal, ne? Das sieht ja eigentlich gar nicht mal so schlecht da, glaube ich, aus. Ja, gut, ich hoffe. Ach, warte mal, wenn wir ja sowieso... Mich würde interessieren, ob man hier hinter noch so Dinger machen kann. Das muss gehen, das sieht schon so aus, als ob das gehen würde. So. Ich brauche jetzt einfach so ein Ding. Was für Dinger willst du machen?
Ich baue nochmal so einen Container und guck mal, ob man dahinter ob man da noch einen hintersetzen kann. Ach, du willst du deinen Hintern setzen? Ja. Ich möchte ja, irgendwas mit Arsch. Nice, Tobi, nice. Dir ist alles recht, Hauptsache es kommt Kacke raus. Was? Was? Wegen dem Buff. Okay. Alles klar. Buffet the Vampire Slayer. So, komm ich da. Müsste doch gehen, oder? So, so, so. Okay. Ich bin doof, jetzt habe ich ja komplett erweitert. Das wollte ich gar nicht, ich wollte eigentlich. Gut, ich bin nicht der schlausten einer. Ich wollte eigentlich. Entschuldige bitte. So. Ist übrigens bei 31 Minuten. Okay, warte. Wie weit kommen wir denn da? Nicht so weit, ne? Ne. Okay, mache ich vielleicht anders. Hallo? Warum kann ich jetzt nicht droppen? Jetzt geht's. Okay. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Nee. Drop it like it's hot. Kinderhort. Drop it like it's Kinderhort. Ja. So, warte. Das sollte reichen von der Breite her. Wir haben ja den Platz, haben wir ja. Ich würde jetzt noch. Achso, ich mache nur Wände. Stimmt ja. Ich hätte gern gleich noch zwei Schrägen. Ich glaube, wir kriegen viel zu viel Weizen. Wir kriegen den überhaupt nicht weg. Meinst du? Ist der Container voll? Ja, ne? Achso, du bist woanders. Okay. Ich hole mir mal eben Stein und dann probiere ich mal so ein zweites Ding zu bauen. Ich bin sehr gespannt, ob das geht und man das da hinten dran setzen kann. Ich wünschte, man könnte es so automatisieren wie ein Factory oder Dyson Sphere oder so, dass die Sachen dann halt wirklich so ein Zwischencontainer, bla bla bla, und ansonsten bleibt es eben auf dem Förderband stecken. Dass es so geordnet wäre alles ein bisschen. Ich habe kein Weizen mehr, Tobi. Hä? Jetzt baue ich noch mehr Felder an. So. Ja, ist natürlich wieder voll. So. Okay, Cooking Pot. So, wie viel haben wir jetzt? 800, 900. Okay, wenn der voll ist, mache ich direkt den nächsten Bio-Angriff hier. Alter, wie lange es dauert, 100 Stück von dem Zeug hier herzustellen, ne? Die brauchen ziemlich lange, ja. Ja. Ich frage mich, wie lange. So, Wände sind fertig, dann würde ich. Gibt's hier Schrägen? Ja, ne? Ja, ich glaube, die gab es. Ja, hier. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das geht. Treppen gibt's hier nicht, oder? Die Container erinnern mich irgendwie an eine Waffenfabrik aus Command & Conquer, ey. Ja, die sehen plötzlich sehr technologisch aus. Ja. Die ganze Zeit so Holzkiste. Bam! Treppen gibt es nicht. Okay, dann mache ich mal hier erstmal zwei. So. Und hier dann wieder brav 100. Vielleicht bräuchten wir einfach 10 Kessel, alle einmal voll machen und die geben eine Ethanolstation. Ah, ich sehe, was du probierst. Gute Idee. Das geht aber, glaube ich, nicht. Du musst auf den Pfeil achten, dass der Pfeil in die richtige Richtung geht. Andersrum muss das jetzt sein. Gott, Alter, dieses Bausystem ist eine Katastrophe. Wieso baust du damit überhaupt? Würde ich nie machen. Warte. Ja, das war richtig.
Nein, jetzt, ja, nein, ja, Alter, also, ja, jetzt, so? jetzt, ja. Okay. Ich glaube nicht, dass es geht. Nee, war das ja komplett, das ist ja anders, so offen jetzt da hinten. Ja, das andere ist einfach geschlossen, also ich glaube, die kann man nicht kombinieren. Ja, genau. Das ist doch aber blöd. In die Dinger geht halt nichts rein, das ist halt irgendwie sinnlos. Ja, ja, das ist, ich verstehe es auch nicht, dass halt das Ding so riesig ist. Da müsste viel mehr reinpassen eigentlich. Ich verstehe es auch nicht, Tobi. Was soll ich dir sagen? Und so bringt es wahrscheinlich, so werden sie zusammen connected, aber das bringt halt auch nichts. Ne. So. Oh, ich hatte davon noch einige. Okay, gut, cool. Oh, manchmal baut er einfach in der Luft oder irgendwo um nichts. Was sind die, wo ich das hingebaut hat, das eine? So. Ach, da hat das hingebaut. Ich sehe schon. So. Ich lasse das Ding mal hier stehen, mal gucken, was passiert, wenn der eine voll ist. Vielleicht geht es ja dann doch irgendwie durch magische Hand ins nächste. Oh, cool. Gucken wir mal. Ja. So, hier habe ich gedacht, geht es dann zu unserer Hauptbasis. Ne? Das ist alles mehr funktionsmäßig als schön. Kann man vielleicht später noch ganz tolle Pfeiler hinmachen und was man nicht alles braucht. Ja, oder so ein Zaun einfach wie bei so einer Brücke. Gibt es da so Geländer? Ja, ja, sowas, genau. Das ist schon nice, schon nice. Wir bauen einfach über das Dorf da oben drüber, Erik. Ich meine, die können ja ruhig auch mal aufgucken, ne? Oder in unserem Schatten leben oder so. Ja, ich wollte gerade, ein bisschen Schatten wäre doch nice. Hier ist doch ziemlich warm, die Sonne scheint viel. Merke ich gerade auch. Ich habe auch jetzt Sonnenbrand schon wieder. Da würde ich mir als Dorfbewohner wünschen, dass jemand da mal Einhalt gebiet. Ja, siehst du. Hast du recht, Tobi. Gut, dass du so mitdenkst für die armen Menschen. Ja, ja, so bin ich halt, ne? Ehrenmann. So, ja, wir brauchen auf jeden Fall 10 Kessel und auf 10 Kessel dann ein so ein Ding. Okay. Gut. Also von den Bioethanol-Dingern brauchen wir noch ein paar, glaube ich. Ob wir so viel Bioethanol brauchen, weiß ich nicht. Das Problem ist aber, dass der Weizen uns irgendwann über den Kopf fliegt. Oh. Hm? Ja, schauen wir mal. Weiß nicht, ansonsten kannst du. Ach, du kannst jetzt nicht hier sagen, du willst jetzt hier was anderes anbauen, ne? Das geht nicht. Das sind nur Weizenfelder. Das ist doof irgendwie. Ja, für die anderen Felder brauchst du was anderes, dann kannst du Kartoffeln anpflanzen. Aber was wir mit so viel Kartoffeln sollen? Also können wir uns eine Suppe machen, aber. Hier sind wieder 100 Stück von den Dingern fertig übrigens. Ja, gleich. Warte. Hab noch ein paar gebaut. Vorsichtshalber. Nice. Dann brauchen wir noch ein Ethanol-Endlager. Da würde ich gerne in der nächsten Folge, würde ich gerne vielleicht mal gucken. Den Platz haben wir jetzt hoffentlich. Oder zumindest haben wir jetzt die Baumaterialien. Würde ich gerne mal so ein Tiergatter ausprobieren. Die Tiere folgen einem ja aus dem Pokéball, ne? Ich glaube, die Pokébälle sind eh noch drüben. Das heißt, wenn man sich dann hinter so eine Vervielfältigungsmaschine stellt, dann würden die da reinlaufen freiwillig, nicht wahr? Weil sie einem ja... Nein, sie würden sich vervielfältigen, denn es ist eine Liebesmaschine, Tobi. Sie würden endlich mal die reine Liebe erfahren. In Klammern körperlich. Ja, das finde ich gut. Ne? Okay. Also Bioethanol haben wir dann, glaube ich, genug. Bisschen. Ah, da kann man auch Autos und sowas dann draus craften, ne? Ich glaube ja. Ah, okay. Also das Ganze, alles was noch folgt, braucht das und Batterien. Und um die Batterien würde ich mich dann gerne liebevoll auch in den nächsten Folgen kümmern. So. Okay, oh, 100 Bioethanol sind fertig. Dann nochmal hier davon, Max, und dann nehme ich das mal mit. Wie viel Weizen haben wir? Nicht genug, ne? Nie genug, ey. 300 Säcke aktuell.
Setz dich, Erik. Ach, Gott sei Dank, Tobi. Danke dir. Oh, ach Gott. Was für ein Tag. Ah. Schade, dass man jetzt nicht von unten die Kamera ranwanzen kann, wie sonst immer. Ich stell mir gerade vor, wie da jetzt die Tiere vor uns bumsen. Ach, das ist schön. Das finde ich, das fände ich einen schönen Anblick. Und dann die kleinen Kinder, die kleinen Welpenbabys und so, wie die dann Spaß im Laufrad haben und so. Oh, das wäre so allerliebst. Oh, da würde ich mich so freuen. Da geht mir auch dein Herz auf. Ja, oh, das wäre so schön. Lass uns das bitte nächste Folge machen, Tobi. Ja, klar, gerne doch. Oh, das ist einfach ein Traum. Oh, nächste Folge, ganz, also fängt, nächste Folge fängt die Liebe an. Ach, toll. Da passt doch dein Hütchen zu. Hey, oder deins. Mm. Nein, ich bin Gerd. Ich bin der Po-Jochen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.